Liebe Fische, herzlich willkommen zu einem weiteren Kurzvideo für euch. Energiebotschaften, wer oder was kommt auf dich zu? Was ist jetzt wichtig für die kommenden 10 bis 14 Tage? Die Fische, wer oder was kommt auf die Fische zu? Geduld. Geduld ist gefragt. Eine Engelsgeduld. Du erreichst, was du dir vorgenommen hast. Doch du brauchst eine Strategie. Ja, sie sagen strategisch, klug, praktisch, gut. Wow. Ja, es darf sich verändern. Und zwar, gut möglich, dass du mit einem Luftzeichen verbunden bist, einem weiblichen Wassermann, Zwilling oder Waage, auf irgendeine Art und Weise. Gut möglich aber auch, dass du die Charaktereigenschaften, sagen wir mal, dieses Luftzeichens momentan sehr bei dir hast, auch selbst auslebst. Denn es geht darum, dass du einiges vorhast, zu organisieren, zu ordnen, neu anzufangen. Dafür brauchst du einen ganz klaren Blick, einen freien, unbelasteten Mindset. Du bist voller Tatendrang, doch irgendetwas hält dich ab, irgendetwas belastet dich. Es ist fast schon wie eine kleine Resignation, lieber Fisch, wo du nicht weißt, wo du zuerst anfangen sollst. Darum, geh in dich, nimm dir die Zeit, die du brauchst. Die Lösung, um durchzustarten, die steht bereits ums Eck. Du musst nur Ruhe aus der Ruhe heraus schöpfen, den ersten Schritt gehen und schon präsentiert sich die Lösung. Die eventuelle Resignation, Langeweile, das nicht motiviert sein, dürfen enden und zwar mit einer neuen Idee. Und diese neue Idee wird die Lösung sein, die schon um die Ecke steht und auf dich wartet. Haushalte gut mit deinen Energien. Du bist momentan energetisch, lieber Fisch, in einem Loop. Du brauchst Neues, neuen Input, du brauchst Abwechslung und geh bitte heraus aus den Selbstvorwürfen, die bringen überhaupt nichts. Die halten dich nur auf. Im Gegensatz dazu, erkenne die Möglichkeiten durch eine neue Blickwinkelausrichtung, eventuell mache Meditation, Pranayama, tu, was dir gut tut, geh in die Natur, komme zur Ruhe. Denn dann wirst du erkennen, dass der Weg vor dir frei ist. Es sind nur deine eigenen Gedanken, lieber Fisch, die dich abhalten und wisse, dass dann das Neue, was da auf dich wartet, mit Bombeneinschlag erfolgreich sein wird. Ebenfalls gut möglich, dass ein neues Projekt auf dich zukommt, ein neues Jobangebot auf dich zukommt, mit dem du in keinster Weise rechnest. Gut möglich auch, dass du Besuch bekommst, ein Geschenk bekommst. Jedenfalls stürzt du dich bald in das Neue hinein. Es wird sehr, sehr erfolgreich, lieber Fisch. Und wie gesagt, komme zur Ruhe, gehe strategisch, klug vor und es löst sich von ganz von alleine.
Alles, alles Gute auf deinem Weg. Bleib bitte immer mit der Liebe verbunden, der stärksten Kraft im Universum und sei gesegnet. Ciao.